Ja, wir müssen doch erstmal unser Intro machen. Das fängt schon an. Hallo ihr Lieben! What's up? Oh. Ups. Willkommen bei einer neuen Folge von TK Gay. Heute mal in einer anderen Location, beziehungsweise auf der anderen Seite, glaube ich, oder? Guck mal, warte. Wir haben uns hier sogar festgestellt, das sind Schlittschuhe. Oh, das haben wir noch gar nicht gesehen. Ja, geil, kleine Schlittschuhe drauf. Also eigentlich wollten wir tatsächlich dekorieren mit einer echten Pflanze, aber... ist wohl nicht so. Ja, deshalb lieber die. Okay, was ist der Sinn heute dieses Videos? Ja, also wir befinden uns gerade wieder in Moskau zum Training. Und wir haben einen Monat kein Video aufgenommen, Weihnachten, Neujahr, alles schon vergangen. Und wir wollen heute einfach mal überhaupt darüber sprechen, was überhaupt mit uns los war. Was haben wir den ganzen Monat getrieben? Wir hatten also kurz vor Weihnachten die Deutsche Meisterschaft. Tolle Weihnachtsstimmung. Ja, natürlich genau. Nicht. Aber nicht so schlimm, wir waren ja nicht die Einzigen. Ja, die Deutsche Meisterschaft. Wir sind Zweiter geworden zum vierten Mal. War ja nicht so der Plan. Also wir haben uns das Ganze anders vorgenommen. Hat nicht ganz so geklappt. Nichtsdestotrotz wären wir nicht TK Skate, wenn wir danach erstmal schön Weihnachten hätten. Wir haben die Weihnachtszeit auf jeden Fall umso mehr genossen mit der Familie. Natürlich hing der Kloß noch im Hals und wir haben noch immer über die Deutsche Meisterschaft nachgedacht, klar, so ist das. Aber das Leben ging weiter und wir hatten auch gar nicht so viel Zeit darüber nachzudenken, weil direkt danach, nach Weihnachten, fing schon wieder die Show an in Köln am Weihnachtsmarkt. In Köln, genau. Da hatten wir natürlich zwei neue Programme gemacht. Dieses Jahr war es eine Special Edition, kann man sagen, weil in Köln jetzt 200 Jahre Offenbach gefeiert wird ab 2019 und wir durften den weltberühmten Concon tanzen. Und eine wunderschöne Zeit da wieder in Köln. Das tat einfach gut, einfach den Leuten das Eislaufen wieder näher zu bringen, die Zeit dort einfach zu genießen und einfach ohne irgendwelches Nachdenken über Bewertungen oder sonst was einfach für die Leute zu laufen. Und das Feedback laut uns war auch, glaube ich, ganz gut. Den Leuten hat es so ganz gut gefallen, oder? Ja, auf jeden Fall. Da kann ich echt nur zustimmen, weil einfach diese Gesichter und ich glaube, dieses Jahr war sogar viel mehr, dass die Leute einfach Zugabe geschrien haben. Vielleicht, weil sie uns kannten oder weil einfach der Spaß vermittelt worden war. Auf jeden Fall, es hat, wie gesagt, uns mega viel Spaß gemacht und die Location ist halt einfach atemberaubend. Ja, perfekt für so eine Weihnachtsshow einfach. Das war einfach wunderschön. Ja, und danach mussten, beziehungsweise wir mussten uns währenddessen überlegen, wie geht's für uns weiter, was steht als nächstes an. Am 6. Januar haben wir dann die Shows beendet und zum Neujahr hin sind wir langsam wieder ins Training eingestiegen. Und dann wussten wir, okay, es geht wieder nach Russland. Dann haben wir auf Katharinas Visum gewartet, weil ich hatte noch eins. So, ne? Katharina nicht. Wir haben so viel Zeit verloren. Wir wollten eigentlich schon so am 7. Januar eigentlich fahren, aber hat nicht so geklappt. Wir sind erst fast Ende Januar hierher gekommen und jetzt sind wir hier. Genau. Haben angefangen zu trainieren letzte Woche Mittwoch hier. Ja, was steht jetzt an? Was sind jetzt die Pläne für die kommende Zeit? Wir trainieren. Also trainieren steht für eine Woche. Ah, noch was? Ah, und wir trainieren auch. Ja, ja. Stimmt. Bis dann der 20. Februar ist und dann fahren wir Urlaub machen ans Rote Meer. Nee. Wäre schön, ist aber nicht so. So ist auf jeden Fall der Plan. Wir fliegen nach Israel von hier zu unserem nächsten Wettkampf. Und zwar nach Eilat, heißt der Ort. Also keine Ahnung, ich war noch nie dort. Wir waren noch nie dort. Aber da sind auf jeden Fall gerade stolze 22 Grad. Und hier gerade in Moskau sind stolze minus 15 Grad. Also wird das auf jeden Fall so eine kleine Spanne geben. Wird auf jeden Fall 30 Grad Unterschied. Erfahrung werden. Ja, über 30 Grad. Mal gucken, wie das Ganze wird. Und danach fahren wir auf jeden Fall, so ist der Plan bis jetzt, wieder zurück nach Moskau, ein paar Tage Training. Und dann kommt die Universiade, worauf wir uns unheimlich freuen. Wir waren da ja schon vor 2 Jahren. Oben da oder also auf Katharinas Kopf hier
könnt ihr mal klicken oder da. Da ist auf jeden Fall so eine Art Vlog von der letzten Universiade drin und es war einfach ein einmaliges Erlebnis. Also definitiv, das ist glaube ich wirklich unser Highlight der Saison und wir warten da eigentlich schon seit Anfang der Saison darauf. In Sibirien. Ja, also ist doch gut, oder? Also von Israel plus 24 Grad zu Sibirien minus 24 Grad oder so. Läuft auf jeden Fall. Besser geht eigentlich. Also kann man fast sagen, wir haben eine Weltreise gemacht. Ja, so in der Art. Auf jeden Fall wurde Katharina ja in Sibirien geboren. Deswegen dürfte das ja für sie eigentlich kein Problem sein. Mal gucken, was das Ganze gibt. Wir probieren natürlich ab jetzt wieder den einen Monat Pause nicht zu wiederholen, sondern ein bisschen Videos zu machen. Leider fällt uns das hier in Moskau wirklich schwer, finde ich, weil wir haben hier nicht so viel Unterschiedliches, was wir machen können. Wir haben ja schon mal hier so einen Vlog gedreht von so einem Tagesablauf, aber jeder Tag sieht gleich aus. Wir sind voll mit Training und dann Mittagspause, dann wieder Training und Schlafen, essen. So, was so ein Sportler tut und am Wochenende sehen wir uns dann. Ja, also wenn ihr so Ideen habt, was wir in unserer kleinen entspannten Runde noch für Videos machen können, dann haut's unten in die Kommentare. Wir probieren das Ganze hier noch ein bisschen entspannter zu machen. Vielleicht eine richtige Pflanze mal kaufen. Und dann sehen wir mal weiter. Hast du noch was zu sagen, Katharina? Nö. Okay. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Wie gesagt, schreibt eure Video-Ideen unten in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut und auf Wiedersehen. Tschüss.